Nun, Menschen sind per se erstmal natürlich Ausgang aller Angriffe. Der Faktor Mensch spielt daher auf der Angreiferseite die entscheidende, ja zentrale Rolle. Wie wir jüngst in unserem IBM Threat Intelligence Report 2022 festgestellt haben, der kam ganz jüngst jetzt im März raus, sind Insider-Threats übrigens weiterhin ein hohes Gefahrenpotenzial und eine der größten Attack-Types in Europa. Aber auch auf der Abwehrseite ist menschliches Handeln und Verhalten zumeist eines der größten Gefahrenpunkte. Unbewusstes, ja und unsensibilisiertes oder fahrlässiges Handeln sind häufig der Ausgangspunkt eines direkten oder und eines indirekten Schadens. Der User ist nach wie vor das schwächste Glied in der Kette und gerade deshalb wird Zero Trust so wichtig. Kein Pförtner wird einen Mitarbeiter, den er seit 10 Jahren kennt, explizit beispielsweise nach dem Ausweis fragen, sondern geht fest davon aus, dass der Mitarbeiter weiter im Unternehmen beschäftigt ist und weiß vielleicht gar nicht, dass dieser letzte Woche wegen einem schwerwiegenden Verstoß gekündigt wurde. Was will ich damit sagen? Also auch menschliche Routinen und Gewohnheiten sind Gefahrenpotenziale. Daher ist die Authentifizierung und Autorisierung auch zentrales Element von Zero Trust. Gerade weil Zero Trust nicht die eine Technologie ist, braucht es eben, und Gott sei Dank, Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie das Gesamtsystem integriert werden kann. Allein die Technologie und zahlreiche Systeme anzuschaffen, reicht eben genau nicht aus.